Moin zusammen, es geht jetzt zu zweit ab nach Sunny Meadows zu unseresgleichen mit null Beweisen. Und ja, sie braucht noch die Weeklies. Wir spielen sehr viel Sunny Meadows in letzter Zeit, ich weiß. Aber ganz ehrlich, ich habe kein Problem damit. Selbst wenn ich diese Map jetzt einen Monat lang nur spielen müsste, weil keine andere Map da ist zum Beispiel, wäre ich vollkommen d'accord mit. Wäre jetzt zum Beispiel nur Camp Woodwind da, dann würde ich irgendwann mal sagen, Leute, wisst ihr was, ich habe keine Lust mehr. Oh ja, es tut mir leid, ich hatte wieder ein Nvidia-Update. Es kann sein, ich mache langsam, dass es gleich, ja, dass es wieder was laggy ist, nur am Anfang. Das wird aber gleich weggehen. Oh shit, wir haben den schlimmsten Breaker-Spawn ever. Und Geisterfoto, oh mein Gott, der Run ist zum Scheitern verurteilt. Wir versuchen es aber trotzdem, wir geben nicht auf. Also, ab zu unseresgleichen. So. Ich mache hier schon mal rein, weil der Breaker ist sehr, sehr weit weg. Das ist jetzt ein ewiger Marsch. B funktioniert zum Glück. Na, ich mache das immer mit der Tür, wenn ich hier vorbeigehe. Gehen wir mal links rum. Ich glaube, ich gehe sonst immer rechts rum. Ich habe das EMF und diese Kamera, die vor der Tür lagen, jetzt mitgenommen, nur zum Bescheid, weil ich hoffe, das ist okay. Ja, ich denke mal, mit den Kerzen, wenn er die auspustet, schaffe ich es eh meistens nicht bis zur Tür. Oh, der ist hier bei mir! What the fuck? Schnell, komm zu mir! Komm hier rein und geh links. Der ist hier bei mir, der Geist. Könnte ein Banshee sein oder der ist tatsächlich hier irgendwo. Oh mein Gott, wenn wir ein Banshee haben, das wäre so cool. Komm hierher. Bau hier schon mal alles auf, okay? Der hat diese Tür hier angefasst, hier die Kerze ausgepustet. Guck mal hier so in der Umgebung. Falls du nichts findest, keine kalten Temperaturen oder so, bau Sensoren hin, tu Kruzifix dahin, wie wir das immer machen. Vielleicht ist es ein Banshee. Oh mein Gott, das wäre jetzt so cool, Also wenn ist das. hier, wo unsere Verstecke sind im Raum, ja? Da hat er jetzt gerade zumindest was gemacht, aber es könnte auch ein Banshee sein, der einfach zu mir gekommen ist oder ein Wraith. Deshalb bau mal da ein Kruzifix auf, Sensoren, ein Salz und ich mach den Breaker schnell an. Ich komme dann mit aufbauen, aber es dauert was. Das ist ja cool. Ey, das ist cool, der ist direkt da gewesen. Oh mein Gott. Entweder ist das ein Stalky, vielleicht ein Phantom oder so, das wäre so cool. Ich guck mal, ob der mir jetzt nachkommt. Wenn der jetzt hier auf einmal auch irgendwas macht, hier hinten. Dann wissen wir es ja. Oh mein Gott, wir haben so schlechte Startvoraussetzungen mit dem Breaker hier hinten und dem Geisterfoto. Aber wenn das jetzt ein Banshee ist, dann müssen wir nur herausfinden, wer das Ziel ist. Das Ziel kann sich verstecken. Und der andere kann in Ruhe während des Hunts die Fotos versuchen zu machen. Oh mein Gott, das wäre so cool. Also entweder ist das da dem sein Raum oder der ist da vielleicht in der Nähe zum Beispiel. Ich weiß jetzt nicht. Hier irgendwo vielleicht? Das wäre so cool. Der könnte auch hier zum Beispiel sein. Mal kurz gucken. Ah, der war an der Tür. Der war an der Tür. Hast die Kamera da liegen gelassen? Der hat gerade an der Tür gefummelt. Und meine Kerze ist wieder aus. Ich versuche die Interaktion zu kriegen. Okay, ich mache die Tür lieber nicht. Are you here? Show us. Give us a sign. Das hier ist tatsächlich sein Raum. Haben wir ein Glück. Okay, es ist dann wohl kein Banshee oder so. Kann er natürlich noch sein. Okay, dann bauen wir hier alles auf. Hey, wir haben Glück, ey, dass der hier vorne direkt ist. Und wir können uns in seinem Raum verstecken. Besser geht's ja gar nicht. Okay, nur Ghost Highway müssen wir wahrscheinlich hier einen hinbauen. Schauen wir mal. Was habe ich mit der Tür jetzt gemacht? Wir müssen dann noch parallel einen Ghost Highway hier vorne zu dem Büro hinbauen, damit wir so Gin-Tests und sowas machen können. Hoffen wir mal, das ist vielleicht ein Gin oder sowas. Weil dann lässt er auch den Breaker immerhin an. Okay, weil das nur Knochen. Sollen wir den jetzt suchen? Wenn du willst, kannst du den suchen gehen. Ich baue schon mal kurz hier einen Ghost Highway auf. Wenn ich das will, glaubst du das? Ja, vielleicht hast du ja Glück und du gehst in den ersten Flügel, die erste Tür rein und findest ihn direkt. Kann ja sein. Ja, und wenn nicht, dann kommst du ja zurück. Okay. So, tun wir das mal hier hin, dass der uns hier nicht auf der Fräse spawnt. Oh, warum ist das hier in der Ecke so dunkel? Bauen wir mal hier den Ghost Highway schnell auf. Ich mach mal einen Ersatz-Maggi da rein. Ich hoffe, der lässt den Breaky in Ruhe, ne? Ich hoffe es. So. Hast du das sonst denn hingeworfen, das Leere? Ja, ne?
Ja, ich mache hier nur ein Ghost Highway hin und aber unser Hauptbase machen wir da hinten hin. Tu den Glowstick da bei dem Schrank hin. Im Geisterraum, weil da werden wir unsere Hauptbase hinmachen. Das hier wird nur ein Ghost Highway sein für Gin-Test und für hier zum Angucken und so. Aber in dem Raum da hinten verstecken wir uns für zuzuhören und sowas. So. Was nehmen wir denn noch mit? Eine Kamera. Habe ich jetzt zwei Smudgies genommen? Ja, okay. Okay, da muss auf jeden Fall noch eine Videokamera hin. Also wir können schon mal sagen, kein Wave. So, und ich habe jetzt schon mal ein Foto von den Kerzis gemacht. Der ist jetzt auch noch nicht durch das Salz gelaufen. So können wir auch schön nebenbei auf Okay, zählt das? Gut. Perfekt, das hat gezählt. Sehr schön. Okay. So, da muss jetzt nur noch eine Kamera hin und eigentlich ein Soundsensor und das restliche Salz. Dann werde ich mich in den Raum hocken und versuchen, die ganzen Interaktionen zu kriegen und das Verhalten ein bisschen zu beobachten. Und du kannst ja in Ruhe nach dem Knochen suchen. Das Parabol kann zum Beispiel in das Büro nachher. Warum ist hier ein Buch? Wir haben keine Beweise. So, noch eine Fotokamera. Noch ein Da habe ich ein Buch Parabol. wieder mitgenommen. Ja, aber ich immer alleine Also. jetzt noch das problematische Buch, weißt du. Brauche ich mal. Nicht Okay. mit einem Beweis. Alleine Spiele brauche ich halt auch nicht, ne? Doch, wenn du mit einem Beweis spielst, brauchst du es. Aber wenn du ohne Beweise spielst, dann brauchst du es nicht. Ja, das ist ja dann habe ich nicht getan. Logischerweise, weil man kriegt ja keinen Beweis. Der Buch ist das. Der Buch, ja. Das Buch ist ja einfach nur ein Beweis. Genauso wie die Spirit Box. Und bei null Beweisen kriegst du gar nichts von denen. So. Okay, ist das restliche Salz hier? Dann kümmere ich mich um den Geist, mache hier die Interaktion und so. Wo habe ich denn jetzt meine Smudgies hin und mein Feuer? Ah, hier. So. Soll ich noch verteilen, das Salz, oder brauchst du das? Ja, tu noch eins draußen vor die Tür bei ihm hier hin. Hier draußen einmal noch eine Linie und dann kannst du eine Linie hier noch zwischen machen. Okay, da latscht er auch schon. Ich guck mal nach Orbs. Du kannst in Ruhe nach dem Knochen suchen gehen. Du hast das ganze Haus für dich. Und denk dran, immer Lichter anzumachen in den Räumen, wo du nachguckst. Nimm dir noch eine Kamera mit. Da liegt noch eine, glaube ich, im Versteck. Dann haben wir jetzt alle. Airball, es Sind ist noch zwei kein Kerzen. Oni. Okay. Hier im Versteck ist eine. So, dann farmen wir uns hier jetzt Interaktionen. Salz fotografiere ich gleich. Ich versuche jetzt auch noch ein paar Türinteraktionen und so zu kriegen. Ich kann das Licht ausmachen. Ich dürfte jetzt, außer durch die Ghost Events, keine Sanity verlieren. Ah, wenn man vom Teufel spricht. Ja, das zählt. Perfekt. Dankeschön, lieber Geist. Sehr lieb. Eins. Zwei. Hatten wir eine drei Kamera? Drei. Sind ja nur zwei Ich hier. habe eine hier bei mir und eine ist noch in dem Büro, falls wir auf den Bändchen und so nachher noch testen müssen. Also waren nur zwei? Ja, ne? Ich habe eine hier. Hier liegt eine im Schrank und im Büro hinten ist eine. Ich habe dir ja gesagt, du sollst die aus dem Schrank hier mitnehmen. Aber es hört Ja, ja ich mal dachte, wir wieder hätten keiner auf drei. mich. Besser haben wir nur zwei. Wir Ja, super Mann. haben. Ach, ich gebe es auf. Ja, aber Check die normal, ich Sanity, hat versucht zu handeln gerade im Moment. Check die Sanity, schnell, raus. Ich bleib hier. Ich bleibe hier drin und sichere ab. Check du die Sanity. Sag, wie viel Sanity wir haben. Es könnte wirklich ein Djinn sein, ne, Leute? Show yourself. Give us a sign. Show yourself. Are you here? Show yourself. Komm, gib mir ein anständiges Event, nicht dieses blöde. 80. 80 oder 18? 80. Okay, Demon oder Onryo? Ich brauche noch eine andere Kerze hier. Instant ausgepustet. Okay. Scheiße, ich habe nur ein Feuerzeug. Wenn mir das hier leer geht, kann ich nicht mehr smudgen. Das wird gefährlich. Es könnte durch die Kerze verursacht worden sein, ne? Definitiv ein Early Hunter, also alles ist raus.
Bei 80 ist der Meer auch raus. Der Demon ist noch drin. Ich war am Reden, oder? Ja, weil die mal wieder Schwerfunkkapitel Wo ist war. der Blick? Bring mal die Kerze her, weil die hier ist ausgegangen, diese alle. Danke. Vergiss den Breaker, der ist zu weit weg. Okay, ich teste auf Onryo. Das Feuerzeug kannst du ja hier lassen, das hier geht bald leer. Ich halte den Geist in Schach. Such du nach dem Knochen. Je weiter du weg bist von diesem Raum, desto besser. Danke. Okay. Was war ich gerade am sagen? Mimik ist theoretisch noch möglich. 80. Faye kann bei 75 handeln, wenn er jung ist. Ich hänge ja jetzt hier schon ein bisschen im Raum, deshalb sehr unwahrscheinlich. Aha. Oh fuck. Das war der Breaker. Ist egal, lass ihn aus. Der ist zu weit weg. Das ist den Aufwand nicht wert. Wo ist er denn? Der ist ganz hinten in der Küche. Da brauchst du eine Ewigkeit, um dahin zu surfen. Das war auch ein Versteck bei dem, aber guck lieber nach dem Knochen. Es könnte ein Joker gewesen sein. Okay, Feuerzeug ist aus. Ich werde niemals im Leben den Knochen finden, ey. Das mache ich dir. Ganz Ja, ist bestimmt. ja nicht schlimm. Ich halte hier den Geist in Schach. Ich beobachte den mal. Es ist komisch, er hat versucht zu handeln gerade eben. Jetzt nicht mehr. Den Sunny Meadows-Knochen findest du bei uns, ich sage dir. Show yourself. Where are you? Show yourself. Ach, hallo. Das hast du geworfen. Ich hab's nur gehört. Kein weiterer Hunting-Versuch mehr. Wir haben in Ghosty. den Gängen die nicht an. Ach, den Ghosty. Wärmesensor aus. Ghosty, hello. Scheiße. Bla 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 bla. Ghosty Pants, Ghosty Pants. Do something. Give me a sign. Are you here? Are you angry? Show yourself. Ghosty Pants, are you here? Are you angry? Show yourself. Are you here? Are you angry? Ghosty Pants, where are you? Give us a sign. Can you do something? Are you angry? What do you want? Where are you going? Stay here. Hey. Habt ihr das gehört? Der ist gerade durch den Sensor hier gelaufen. Hey! Come back! Ich lasse jetzt extra V die ganze Zeit gedrückt, um auf Yokai zu testen. Ghosty, are you here? Give us a sign. Show yourself. Ich glaube, das ist ein Yokai. Er scheint darauf zu reagieren, wenn ich rede. Könnte ein Yokai sein. Achtung, der nächste Hand könnte durchgehen. Mein Kruzi hier ist durch. Schau, dass du weit genug weg bist vom Geisterraum. Mach die Türen von den Flügeln auf, wo du gerade bist, damit du es hörst, wenn sie zufallen. Ja, der huntet. Ghosty, get over here. Ghosty, I'm here. Hello, Ghosty, I'm here. Ghosty. Ghosty, get over here. Hey, Ghosty Pants, over here. Ghosty Pants, get over here. Hey. Don't make me come for you. I'm here. Hey, get over here. Hey, this way. This way. Ghosty, over here. Over here, over here, over here. Get in here. Ghosty, over here. Hello? Ghosty? Okay, wahrscheinlich kein Yokai. Er hat mich gefunden. Okay, Demon oder Onryo? Aber ich glaube. War die Kerze jetzt gerade an? Ich hab's nicht, ich hab nicht drauf geachtet. Ich muss auf die Kerze achten. Der Hand ist vorbei. Ich weiß nicht. Das ist vielleicht doch kein Yokai, weil er hat mich gefunden. Aber die Yokais sind leider im Moment kaputt. Ich muss den Onryo erstmal ausschließen. Oh shit, ich hätte auf die Zeit gucken sollen. Okay, ein Demon kann technisch gesehen jetzt sofort wieder handeln, wenn er will. Der könnte jetzt schon wieder handeln, weil der Hand geht eine Minute und es gilt ab dem ersten Smudge. Nicht der zweite, den ich gemacht habe. Ab dem ersten Smudge läuft der Timer. Okay, ich rede mal nicht. Das ist, glaube ich, ein Demon. Wir haben hier einen Demon. Definitiv kein Onryo. Und Yokais. Yokais sind kaputt im Moment leider. Die
finden einen trotzdem, obwohl sie einen nicht finden sollen. Das ist mir ja schon seit dem Update schon öfter mal passiert. Ich habe nämlich öfter mal so Yokai-Tests gemacht, so wie den hier. Okay, mal gucken, ob er hierher kommt. Okay, der hat es wohl doch nicht gesensed. Ja, er kommt her, oder? Er kommt her, oder? Ja. Er kommt schon wieder her. Also kein Yokai. Kein Yokai, es ist ein Demon. Okay. Ja, okay, hast du den Knochen gefunden. Ist sehr wahrscheinlich ein Demon. Ich kann den hier ein bisschen bei Laune halten, aber nicht sehr lange. Negativ. Okay, versuch dich auf dem Weg nach draußen zu begeben. Dann lassen wir den Knochen. Versteck dich im Büro, falls er anfängt zu handeln. Ich versuche den dann hier rüber zu locken. Der wird jetzt gleich wieder loslegen. Ein Demon ist richtig abartig. Man muss wissen, wie man mit denen umgeht. Dann ist das eigentlich kein Problem. Das Problem ist, wenn er rausrennt, der rennt immer in die Richtung da direkt zum Ausgang hin. Wenn sie jetzt da auf dem Weg gerade ist. Ich werde versuchen, ihn hier zu halten, indem ich ihn immer wieder zurücklocke, aber... Ich glaube, Line of Sight wird über Equipment priorisiert und ich kann ihn nur mit Stimme und Equipment wieder hier hinziehen. Ich will die Smudgies hier jetzt nicht verschwenden. Wo ist eigentlich... Ach Mist, der andere ist im Büro. Ja, genau. Bist du draußen? No. Aber jetzt gleich. Ich bin okay. Am Schaukelstuhl, am Stuhl da am Roll. Geh am besten ins Büro. Ich glaube, der handelt jetzt gleich sowieso. Der ist zwar noch nicht am Handeln, aber er könnte gleich loslegen. Bleib lieber kurz da drin, in dem Versteck, da wo der Glowstick ist. Und wenn der Hand vorbei ist, gehen wir dann zusammen raus. Ich smatsch den dann. Der wirft hier gerade fleißig. Ja. Ja, ich wusste es nämlich. Okay. Der ist noch hier drin. Das ist gut. So hat sie genug Zeit. Justi, hier! Ich lock den extra mal wieder hier hin zurück, wenn es geht. Ah, Mist, ich war zu weit weg. Hey! This way! Wenn ihr sowas macht, macht das außerhalb vom Versteck, ne? Weil wenn ihr es im Versteck macht, gibt ihr dem einen Grund, die Tür aufzureißen. Hierher. Er ist wieder hier. Okay, gut. So. Ich habe ihn genau zum Ende des Hands gesmatscht. Wir haben eine Minute Zeit, um rauszukommen. 18:11. 18:10. Bist du draußen? Kannst du bitte auf den Hand hier kurz achten? Ich will kurz nochmal einen Gegencheck machen, ob es wirklich ein Demon ist, ob der jetzt wieder in einer Minute huntet. Ich teste das mal kurz. Ich warte jetzt kurz eine Minute, wenn der dann jetzt wieder huntet, bestätigt das nur, dass das ein Demon ist. Und sag mir dann bitte, wenn der Hand zu Ende ist. Der müsste in 15 Sekunden losgehen, wenn es ein Demon ist und wenn er sofort huntet. Den von hier hören können, oder? Ja, ich höre den von hier. Okay, jetzt. Komm, mach die Demon-Fähigkeit. Komm, du hast noch 20 Sekunden. Noch 20 Sekunden, Freund. Komm, mach es, hante früher. Ach Mist, was bist du wieder für ein fauler Demon? Okay. Ja. Das war weniger als 90 Sekunden. Das ist nur nochmal zum Bestätigen, weil manchmal, wie gesagt, Yokais sind in letzter Zeit kaputt. Ich vertraue dem Yokai-Test nicht mehr. Das ist jetzt die Bestätigung, dass wir es mit dem Demon zu tun haben. Und Mimic ist sehr unwahrscheinlich, weil der die ganze Zeit wie ein Bekloppter hier am Handen ist. Also es passt zu einem Demon. Hey, wir haben so ein Glück gehabt mit dem Geisterraum und dem Geist an sich, dass es so ein offensichtlicher ist. Ich mag Demons, weil die sind offensichtlich. Ihr seht es ja, ihr hört es ja hier gerade.
Schön offensichtlich. Okay, bei 19:20 ungefähr müsste, glaube ich, der Hand zu Ende sein. Also noch 20 Sekunden. Wenn wir jetzt gleich gutes Timing haben und der bei 20:15 hier hochkommt, kann ich ihn rufen und ihn smudgen, bevor der Hand endet. Ghost, hier! Ghosty, I'm in here! Ghosty, this way! Hey! Ghosty, I'm here! Na, oh, schade. Dann hätte ich. Jetzt ist es zu Ende. Ja, der hat weniger als 90 Sekunden gebraucht, um wieder zu handeln. Der hat, glaube ich, so 80 Sekunden. Nach 80 Sekunden hat er wieder gehandelt. Das ist die Bestätigung. Auf jeden Fall Demon. Shit, wir haben ja gar nicht das Geisterfoto. Ja, scheiß auf das Geisterfoto. Wir machen das dann. Machen wir eben ein paar Runden mehr. Ist auch egal. Das ist so gefährlich. Ja, wir haben ja eh nicht den Knochen. Also ist egal. Dann Abfahrt. Demon. Kürzen wir das diesmal was ab. Ich meine, aufzugeben, weil man den Geist nicht rausfindet, das ist die eine Sache, aber hier jetzt bei solchen Aufgaben einfach so zu sagen, nee, komm, lassen wir es lieber. Das finde ich ist noch recht legitim, Welcome weil back. I've prepared some jobs for you. wir haben uns ja auf die Kernaufgabe konzentriert, wie ihr hier seht. Wir haben den Geist herausgefunden. Das ist ja immer das Hauptziel von dem Spiel. Und ihr seht, man kriegt trotzdem einen ziemlich guten Batzen Geld, auch wenn man kein Perfect Game hinlegt. Und guckt mal, mit einem Demon werden die Runden sehr schnell verkürzt. Ich musste noch nicht mal die Aufnahme unterbrechen. 21 Minuten. Das ist Sunny Meadow Speedrun gefühlt für uns. Oh, sonst sind wir hier meistens immer eine Stunde. Yes! Videokamera, komm her. Ich will aber den Tripod, der ist noch besser. Der Tripod ist mir noch mehr wert als die Videokamera an sich, weil die T1. Die ist mir egal, sie zeigt, was sie zeigen soll, ne? Aber der Tripod, der ist sehr wichtig. Aber cool. Es geht langsam voran mit dem Level, das ich fahre. Ich will meine Laterne. Die kriegt man so spät, Mensch. CJ, CJ, ich will Laterne. Und ich will Update. So, siebenmal Fähigkeiten benutzt. Ein Event, leider war es ein blödes Airball-Event, sonst hätten wir das Foto locker gehabt. Vier Hands, ja. Wir waren nicht lange drin, vier Hans, ein typischer Demon. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.